wie werde ich jetzt dieses Gefühl los, wenn ich mit euch beiden mich irgendwo mal treffe und ihr vor mir steht? Andi, jetzt weißt du, wie es mir jahrelang schon geht. Hilfe! Bis gleich. So, Steven, danke schön für 17 Monate. Vielen, vielen Dank. Okay, ich gehe wieder meine Aufgaben einfach machen. Ich bin es übrigens wieder nicht. Das ist klar. Ich bin immer innocent. Schon immer gewesen. Jap, jap, jap. Sehr innocent. So. Sehr innocent. Ich bin auch froh, wenn ich niemanden sehe, sag ich ganz ehrlich. Da kann ich mich aus allem raushalten. Das ist genau mein Ding. Aha. Okay, Putzi und Glas rein. Sehr interessant, sehr interessant. Fuck. Fuck. Danke. Na, guten Tag, Dennis. Guten Tag, guten Tag. Dennis hätte mich gerade töten können, er hat es nicht gemacht. Ehre. Wer kommt da unten? Funk und Musician, okay. Und Noah ist auch noch hier, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar, das ist ja schön, dass Sie da sind. Nicht? Das ist schön, freue ich mich. Noah, guten Tag, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich bin der Horst. Horst! Mensch, Albert, was ist es denn wert? Entschuldigung. Kathi, Kathi, gute Nacht. Der Gruf ist tot! Der Gruf! Dankeschön für alles, dankeschön, Kathi. Funk hat ihn gefunden. Storage-Raum unten rechts am Schalter, wo man auch das Laub rausmacht. Wie unemotional kann man sein von der Stimme her, Funk? Funk, erzähl, jetzt tut's dir nicht mal irgendwie leid. Der Frank ist gefühlt überall immer, ne? Ich hab das ist einfach echt krass. Ich habe den Kapuzenwurm und den Frank gesehen, wie beide aus dem Raum kamen, wo man die Aufgabe oben macht. Ich weiß nicht, wie der Raum heißt. Electric, ja. Andi war bei uns. Genau, Andi war bei uns. Ja, genau. Genau. Ich war bei denen da. Ja. Genau. Andi. Andi, was grüßt ihn? Ich hab nichts gemacht. Also, ich hab keine Ahnung. Ich hab mich wieder beim Aufgabenmachen beobachtet. Die haben den Grum getötet. Was ist denn mit dem Creepy? Der redet nix. Was ist mit dem Creepy? Der hat mich beobachtet. Ich hab nur gesehen, wie sie unten gemacht hat. Erst hat der Balken sich nicht gefüllt, aber ich glaube, das war das Wire-Ding. Da muss man ja drei von machen. Aber danach hat sie halt ihre Aufgabe gemacht. Noah ist halt sehr unscheinbar in der Runde immer, ne? Ja, aber der Balken hat sich bei ihr gefüllt. Deswegen, ich hatte sie gesehen. So. Der Noah ist auch mit mir alleine im Raum gewesen. Sie hätte mich auch töten können. Hat sie aber nicht. Was ist mit Dennis überhaupt? Mit dem Denzel? Denzel, erzähl. Was ist deine Story? Denzel. Was soll ich dir erzählen? BMW. Ich bin hoch in diesen ich bin in diesen Electric-Raum gegangen und hab da Funk und dich getroffen. Aber ich war. Du hast mich doch gerade gesehen. Ja und? Aber ich wollte einfach mal hören, was du erzählst. So. Ich weiß nicht mal, wo der draufgegangen ist. Ich weiß nicht mal von... Also... Das hat doch keine Hotdog erzählt, zugehört hättest. Bring mal vorbei, Hotdog. Keine Ahnung. Du kommst vorbei. Oh. Boah, irre, dann gleich erstmal. Ja, Hessen ist ziemlich weit. Oh, wir haben alles skippen. Sehr gut. Oh, Musik haben wir gar nicht gehört. Erzähl... gut, wie spät. Nächstes Mal. Ja? Ich liebe den Akzent von, ich liebe einfach den Akzent von Putzi. Es ist einfach Liebe. Liebe für diesen Akzent. Ich, ja. Aha. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wo muss ich denn hin? Ich muss in den O2-Raum. Hier, guck mal. O2. Aber ich hab doch Telekom. Okay, Dennis ist bei mir. Und noch jemand. Aha. Und einmal Laubleerung, bitte. Pupp. Sehr schön. So. Pump.
nur so ekelhaft sein, ganz ehrlich? Kann er nur so ein widerlicher Typ sein? Jetzt mal ernsthaft. Ich hab den Feind gesehen. Ich bin der Dennis. Ich hab den Feind gesehen. Zwei hat er getötet. Hallo? Hallo? Hello. Hallo. Kapuzenwurm hat jemand gefunden. Ich hab wem gefunden. Noah, willst du sagen? Was will ich sagen? Glaubst du, ich war das? Nein, nicht du. Okay, also der Punch kam uns entgegen, will die runter und da liegt eine Leiche und nur der Punch kam uns aus der Richtung entgegen. Ja. Ich kann nur sagen, ich habe die Leiche nicht gesehen, ich war da, wo du dieses Benzin einfüllen musstest. Irgendwie finde ich, dass du sehr am Lachen bist. Aber wenn du bei dem Benzin bist, der Weg zu uns, da lag genau die Leiche. Nee, wo du das Benzin einfüllen musst, nicht wo du es abholst, ne? Aber du bist uns gerade entgegenkommen bei Electric ist vorbei unter Lager und da bist du uns gerade entgegenkommen. Ja, yeah, ich bin ja von dem, wo ich es eingeführt habe, hoch zu meiner Task. Ich glaube, da gab es keine. Ich habe nichts gesehen. Also egal, ob es deine Task ist, du bist auf jeden Fall entgegenkommen und das war der einzige Weg. Also ich kann nur sagen, ich habe eben gerade Pandan gesehen, als ich mit euch da war, aber vorher habe ich sie nicht gesehen. Ich habe niemanden gesehen, nur um das zu sagen. Also Noah und ich haben es gesehen. Ja. Creepy kam uns entgegen und sicher jetzt? Ganz ja, sicher, ganz er kam sicher. Uns hundertprozentig entgegen. Ich habe so einen weißen Schatten vorbei. Also sowohl, also schon sehr verdächtig. Kam beide von oben und ich habe niemanden gesehen. Das kann ich nur sagen. Ja. Also ich kann nur sagen, ich habe mehrmals probiert, den CPP, weil ich ihm generell niemals vertraue, irgendwie auf die Sicht zu kommen und bin immer mal wieder in einem Raum raus und wieder reingegangen. Und die Person, mit der ich ihn allein gelassen habe, war noch am Leben. Das kann jetzt natürlich auch einfach Cooldown sein, genau richtig. Aber ich enthalte mich meines Votes und verdächtige dafür Kapuzenwurm und Noah beide. Das klingt nach einem sehr, also im also Frank hat heute sehr häufig. Ich verdächtige Noah jetzt nicht und so gar nicht. Gesagt. Oh. Wer hat gut, no worries, ich will Vorsicht, also. Ich hab kein Recht. Ui. Dennis, der zieht sich schön aus der Affäre. Das ist ja richtig ekelhaft. Unfassbar. Nee, so. Ach nee, ey, komm. Ach! Oh, gut. Er kommt nicht gesagt. Jimmy Blue, danke schön für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Danke für deinen Support und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Dankeschön. So, ich hab alles. Bin fertig. Wo ist denn der kleine schweinige Dennis? Ah ja. Kapuze. Ich hab den Putzi gefunden. Ja, aber die getötet. Und der Schwein. Musician kam da aus dem Raum links von mir, wo dieser große Generator ist. Ich hab dich auf fucking frischer Tat ertappt. Du hast den armen Dude einfach neben mir gerade gekillt, während ich das scheiß Memory-Rätsel gelöst habe. Okay, interessant, aber ich habe doch gesehen, wie du es gemacht hast. Ich bin von oben runtergekommen, den Gang lang, und links davon ist dieser große Reaktor, und du bist genau da lang gelaufen. Ja, und weil ich da das Rätsel gerade gelöst habe, während du da reinkamst von oben. Und dann nein, den ich kam armen von Dude oben. Abgeschlachtet hast. Ich habe ihn sogar reported, bist du doof? Ich dachte mir gerade so, okay, los geht's, wie komme ich aus diesem fucking Puzzle wieder raus, damit ich den Dude einfach reporten kann. Sonst hätte ich das schon früher gemacht. Oh. Dennis, du hast davor auch gesagt, dass ich immer recht hatte, ne? Das hast du auch in der Runde gemacht, da wo du Imposter warst. Warte, lass mich kurz sagen, zu meiner Verteidigung. Ich kam von oben runter, dann kam der Musician links aus dem Raum raus, wo dieser große Generator ist, und ich habe Kapuzenwurm reported. Ja, Digga, du kamst aus dem scheiß Raum raus! Du kamst von unten, hast guck den Dude gekillt, bist nach oben gelaufen, bist dann wieder nach unten gekommen und hast den selber reported, weil ich es nicht konnte, weil ich noch im Rätsel drin war. Also einer von euch beiden ist es also auf jeden Fall. Das heißt, ich kam von oben. Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, ich kam von oben und Musician kam von links. Und in der Mitte von diesem links, da ist nämlich, wo es in alle Richtungen geht, der Punkt, der zentrale Punkt des Weges, da lag kaputt. Okay, wir müssen voten, wir müssen jetzt voten. Wir müssen? Einen von beiden. Musician, Leute, bitte! Auf wen gehen wir? Weiß ich nicht, was sag... Auf Mo? Ich sag Glas rein, weil ich es einfach auf gesehen Mo. Habe, Alter. Okay. So, es im Zweifelfall ist es immer Dennis. Steht doch in den Regeln. Haben wir gewonnen? Big Oof, sage ich dazu nur. Oof.
Nicht gut. Nicht gut. Jetzt ist es nur noch der Andi, glaube ich, ne? Es ist nur noch Andi, der Dennis macht das, glaube ich, jetzt. Ich meine, theoretisch gesehen kann er einfach Funk reporten. Und dann hat er es doch, oder nicht? Kann er nicht einfach Funk jetzt reporten? Dann müsste es doch eigentlich haben. Oh nee, warte mal, Noah ist noch da. Ich habe Bullshit gelabert, Noah ist noch da. Ja, Noah ist noch da. Noah und Andi. Entschuldigung. Ich kann es vergessen, stimmt. Stimmt. Jetzt hat er gewonnen. Ich hab wieder an Dennis seine Stimme gehört. Ich bin der Dennis und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, weil mir gar nichts heilig ist. Hier bin mein Noah. Ohne mein Kind zur Opferung. Kommt der Typ in die Jacke, bringt den eiskalt um und ihr Bitches. Aber was mir reicht, glaub ich nicht. Der Dennis sowieso. Hallo, ich bin der Dennis schwul. Bei meiner Liebe, bei meinem BMW und bei all meinen Subs schwöre ich. Ich hab sofort aber darf ich ganz kurz noch sagen, der Funk, da stand ja in der Mitte an diesem Knopf, da Emergency-Button. Ja, dass Noah nicht zurückkam, weil es war klar, einer von euch beiden muss es sein. Wenn's jetzt bei mir lief die ganze Zeit dieser Cooldown und ich habe gesagt, Funk, bitte drücke nicht. Aber warum habt ihr nicht den Emergency? Warum nicht? Weil er Cooldown hatte oder was? Nee, ich konnte nicht den Emergency-Button drücken, weil gerade Emergency war, also ein anderer. Noah und die. Und das haben Noah und Andi, die fertig machen, genau, und dass Noah dann zurückkommt. Aber nein, Noah, was hast du gemacht? Ich hatte noch Karten zu überzeugen, was war mit euch? Ja, wusste ich auch nicht, Alter. Ich hab alles richtig gemacht. Ganz kannst du aus der Pistole geschossen. Oh, ey, ohne Wimmel, ich sehr hintergangen gerade. Mein ganzer Chat so, boah, Stress, Funk, Stress, der Funk, der steht da, pass auf. Ja, na klar, weil du warst es dann. Warte mal, Dennis, du hast den Chat an? Ja, bei mir spoilert aber keiner, keine Sorge. Ja, was? Dennis, wir hatten was denn? Chat machen, Dennis. Ja, ich hab den die ganze Zeit an, da hat noch nie einer was reingeschrieben. Was? Dennis, komm, das ist aber unfair. Wieso? Was denn da? Noch nie einer was reingeschrieben? Ich kenne deinen Chat. Der Carsten war's, der Carsten war's. Der muss, Burell muss raus. Ja klar, schreibt deinen Chat. Bevor wir eine neue Runde starten, ich muss langsam gehen. Wollen wir eine letzte noch machen? Oh, wenn ich möchte ganz kurz sagen, ich hasse Creepypasta Punch. Okay. Boah, mein Herz, Alter. Hallo, ich bin noch. Du lehnst mich immer so dazu ein. Wollen wir die letzte Runde jetzt machen? Ganz okay. Warum? Ich warum? Chat, aber ich komm nicht rein. Okay. Für die letzte Runde. Letzte Runde. Wir müssen das nächste Mal wirklich die feste Regel machen, weil das ist wirklich so, dass jeder, weil das ist halt unfair. Ich habe halt nur Emote-Chat an, der Erik auch, damit wir halt nichts sehen, damit keiner irgendwie spoilern kann. Also ich habe noch einen zweiten Chat, wo mir die Mörder mal durchgegeben werden. Was? Telegram-Gruppe. Aber bei mir ist der Chat egal, ich habe den Cheat an. Ja, Andi, ja, glaube ich dir. Ja, ich weiß. Oh mein Herz, also das war jetzt das erste Mal im Spiel, wo ich richtig Trouble hatte, ey. Wo Funk an diesem Emergency-Button stand. So. Unglaublich, der Dennis. Wie kann man nur so sein? Ich sag's immer wieder, wie kann man nur so sein? Schwört auf alles, was ihm heilig ist. Unfassbar. Asami Salami, gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Kurz Nächtle. Was muss ich denn machen, um dieses Ding da zu stoppen? Oh. Okay. Das ging schnell. Ich habe eine Leiche gefunden und zwar wollte ich gerade den Alarm ausmachen und da liegt eine Leiche drin. Wo war das? Ist nicht so gut. Direkt. Nein, diesen ist das Reaktor oder ist das? Ja, das ist der erste Reaktor. Ich stehe ganz oben und halte gerade die Hand drauf. Dann ist irgendeine Person rausgelaufen und ich habe die Farbe nicht gesehen. Leider ich auch nicht. Hast du gesehen, ob es hell oder dunkel war? Ich hab nicht drauf geachtet. Okay. Creepy ist von dieser Kantine einfach auch nach links und wollte, glaube ich, gerade auch die Lichter anmachen oder den Alarm. Ja, ich war bei genau. Also Andi war. Creepy war nicht bei. War der Mörder nicht. Ich habe Ich vote ihn aber trotzdem.
Das ist so fair, finde ich. Ja, finde ich auch. Aber wo war die Leiche denn jetzt? Ne, links im Reaktor. Im Reaktor, genau. Dennis, das wirst, das war, du weißt doch, wo die ist. Richtig, Tobi. Das war verdächtig. Ich würde sagen, wir wissen es. Ja, wir können nichts, wir können nichts machen. Also, ich habe niemanden, hab niemanden gesehen außer der Leiche. Also, es war nicht die Leiche war es. Genau, die Leiche war selber. Wo warst du? Unten. Aha. Immer. Oh! Was? Was jetzt, bist du jetzt vom Sessel gefallen oder was? Was zur Hölle? Was war das denn? Was war das denn? Wer ist denn da gerade vom Stuhl gefallen? So. Okay, Frank hätte mich gerade töten können, hat's nicht gemacht. Da ist noch der Erik. Okay, Erik geht weg. Alles klar. Scheiße. Da kommt jemand. Ich glaube, ich bin gleich tot. Okay, der Funk. Vorsicht. Dead Body found. Erik ist tot. Erik ist tot. Tobi ist gerade an der Leiche von Gronkh vorbeigelaufen. Ja, ich hab. Wurde Tobi und. Also, ich weiß auch, dass Tobi beim Erik unten war. Ja. Echt? Ich bin eine Leiche. Ich hab. Ohne Scheiß, jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Ich hab keine Leiche gesehen. Also, wenn jemand das sagt, und so ohne Scheiße, und zweimal, dann ist. Ich eigentlich nicht immer viel mit. Ja, ja. Also ich will nicht meine eigene Theorie hier weniger glaubhaft machen. Genau, ich habe halt nur gesehen, dass er erst so an der Leiche vorbei hat, nichts reportet. Ich habe aber nicht gesehen, wie er ihn umgebracht hat. Das ist halt der einzige Punkt. Aber ich habe niemand sonst gesehen, deswegen wäre mir ziemlich sicher, dass es Tobi sein müsste. Okay. Wie gesagt, ich habe wirklich keine Leiche gesehen. Also ihr könnt mich gerne rauskicken, ja, dann habe ich das falsch gemacht, aber ich habe wirklich keine Leiche gesehen. Ohne Mist. Ohne Mist jetzt. So versuchst du es jetzt also. Wo habt ihr den Gronkh gefunden? Wo liegt denn der Gronkh? Gronkh liegt unten da, wo auch der Kanister zu befüllen ist. Ja, also den Andi hatte ich noch gesehen. Wo? Wie gesagt, es kann jemand im Gang gesehen werden, aber einen Teil des Ganges konnte ich sehen und ich habe halt keinen außer Tobi da gesehen, deswegen. Pan hast du aber nicht gesehen, aber Pan hat gerade ja gesagt, nicht wahr? Als du gesagt hast, ich mach's gibt's Tobi. Also Tobi habe ich da gesehen. Aber CPP hat dich nicht gesehen. Pan habe ich nicht gesehen, nein. Aber warum steht? Okay, gut. Ja, Pan brauchst du gar nicht versuchen, ich bin innocent. Ich will einfach sicherheitshalber ein bisschen Abstand von Tobi. Ja, ich merke mir doch nur Sachen. Finde ich auch gut in Corona-Zeiten, wenn man Abstand hält. Ich habe wirklich keine Leiche gesehen, ohne Mist. Ich habe wirklich nichts gesehen. Ohne Mist. Bin ich so blind? Ist ja unglaublich. Unfassbar. Ich habe nichts gesehen. Ach, leck mich doch. Dankeschön. Ich habe nichts gesehen, hör mal. Vielleicht hat der Creepypasta den aber auch einfach getötet und hat mich dabei noch gesehen. Ich glaube, der Creepypasta hat ihn einfach... Vielleicht ist das eine Schote gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Schote war. Dass er ihn vielleicht getötet hat, hat mich als Letzten gesehen und dann gesagt, der hat ihn nicht reportet. Der Creepypasta ist ein ganz ausgerufener. Von dem glaubt man das nicht. Alter. Ja? Gerade im Admin-Raum. Ich gehe in den Admin-Raum, weil ich da zwei Aufgaben zu erledigen habe. Andi... läuft zwei Schritte, bleibt stehen. Eine Sekunde später oder zwei Sekunden später kommt der Alarm für O2. Andi verlässt den Raum nach links. Ich gehe halt weiter in den letzten Raum. Nein. Ich und dann kommst du zurück und bist mir gefolgt um den Tisch herum gerade, während der CPP den Alarm gerade ausgemacht hat. Nein. Ich habe den Raum nicht verlassen. Ich bin reingelaufen, weil der Alarm war schon, wo ich den Raum reingegangen bin. Und du bist dann an. Nee, ich war im Admin-Bereich. Und also der hat den Alarm nicht verlassen. Nein, Andi. Ich glaube, der Andi ist durch den Gulli abgehauen. Also, nee, der Andi ist nach links in den Gang vom Admin. Also, der ist ja über den Storage. Und da ist der Andi nach links rausgegangen. Ich habe die Schalttafel aufgemacht und habe links gesehen, dass Andi wieder reinkommt.
Also bevor der Emergency Alert kam, hätte Andi mich theoretisch da alleine töten können. Das nur, also als Möglichkeit, weil du hast ja den Raum verlassen und Andi war da mit mir alleine, hat aber nichts gemacht, weil er wahrscheinlich im Kartenzweifel theoretisch drin sein könnte. Aber Andi weiß, wie der Alarm ausgeht. Davor, eben gerade als er mit Noah alleine war, ging ja auch der Alarm aus, während Dennis der Böse war. Also weiß Andi auf jeden Fall, wie Alarm ausgeht. Und jetzt kann er sich damit nicht rausreden. Er ist an dem Alarmschalttäfelchen vorbeigelaufen für mich, um mir zu folgen. Nein. Okay. Ist Andreas das, und Tobi. Ihr müsst nicht vor. Wenn du schon Andreas sagst, dann sag auch Tobias. Tobias und Andreas. Toll, danke. Was war mit mir? Was Andreas. War mit wir haben noch 8 Sekunden. Wir müssen nichts voten. Ich habe nur ein Emergency-Meeting. Pass auf die Band. Okay. Nur im Hinterkopf behalten. Du hast, ich habe den Strom mit ausgemacht. Kripos, dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, also ich verstehe, dass ich Verdächtiger bin, ja, weil ich, wenn ich die Leiche wirklich übersehen habe, ich weiß es halt nicht, ne, keine Ahnung. Wenn ich die Leiche übersehen habe, dann ist es natürlich klar. Aber ich hab's wirklich nicht, ich hab die Leiche wirklich nicht gesehen. Es tut mir leid. Komplett verblindet. 70254. Kein Ding. Mache ich gerne für die Gruppe. Kommt der Funk, da kommt der Funk. Frank hat also gerade gesehen, wie ich den Alarm ausgemacht habe. Ich hoffe, das wird gleich. Ich hoffe, das wird gleich mildernd für mich ausgelegt. Hoffe ich. Vielleicht konnte ich meinen Arsch dadurch noch ein bisschen retten. Schauen wir mal. Ach, das ist doch echt ein Witz. So, ich habe meine Aufgaben. Naja, ich habe meine Aufgaben nicht fast erledigt. Bullshit aber. 4 Stück habe ich. Ach ja. Ja, Sauerstoff müssen wir wieder einschalten. Ach, damn. Ach so, war das gerade. Ach so, ist gerade Sauerstoff weg gewesen? Oder? Ja, der ganze Task war verbuggt einfach. Und ich hab den Daisy in Schutz genommen, weil er die ganze Zeit bei mir überhaupt nichts getan hat. Schade, ich wollte gerade die Leiche von Funk ganz theatralisch finden. Aber leider. Ja, da unten voll der Massenmord einfach. Dennis, du Hundestreichler. Was soll das? Ich hab vor allem einfach das Licht ausgemacht und dann hab ich den Creepypasta einfach so brutal niedergestrickt. Es tut mir wirklich leid. Ja gut, da kann ich nichts sagen. Ich hab direkt die Waffe. Sag mal, Creepypasta, bin ich wirklich an der Leiche vorbeigelaufen? Du bist direkt auf mich zukommen von der Leiche. Das ist seltsam. Das ist ja also wirklich. Ich hab gesehen, dass du von da drüber kamst und ihn nicht umgebracht hast, deswegen ich mir nicht sicher war, ob du es gewesen bist. Ich hab nichts gesehen. Nee, es war der Dennis, das habe ich auch gesehen. Also als Geist habe ich das gesehen. Creepypasta droppen. Was ist? Creepypasta droppen noch schnell eine kurze schöne. Ja, aber. Aber mit 9 Leuten, mit 2 Impostern? Das war die Situation. Ich verabschiede mich auch. Also war so ein Schiss. Wir müssen da ja auch nochmal hier. Ne? Ach ja, ein Rad wird jetzt Internet ausgeschaltet, ne? Ja, Rad wird jetzt tot.